Hallo und herzlich willkommen wieder bei Shadow of the Tomb Raider. Und ja, ich weiß, die letzte Folge hat woanders aufgehört, aber ich habe einfach nur auf Fortsetzen gedrückt, ich schwör's. Ich habe gespeichert, beendet und jetzt, heute habe ich auf Fortsetzen gedrückt und ich weiß nicht, warum ich im Wasser bin. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein Mühe weiter vorne ist, ob ich da irgendwie reingesprungen bin. Ich weiß es nicht, ich schwimme da einfach mal hin. Oder war mal hier schon? Das kann natürlich auch sein. Wir sehen es gleich. Ah, okay. Da waren wir schon. Lass das doch. Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Basislager? Hier Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Falten. Ja, das hatten wir schon. Ich kann noch... Oh Gott, sie sind hier! Jetzt sind wir an der Stelle. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir waren. Genau. Da hoch. Ich will nicht gegen... Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Ist da irgendwer? Ich sehe niemanden. Was zum Henker? Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Oh. Nehmen wir mit. An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Alles klar, also... Die suchen wirklich nach uns mittlerweile? Hm, oh, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Kann gar nicht sein. Das kann ich auch nicht mehr... Ah, jetzt. Muss ich mal ein paar Feuerpfeile craften. Achso, kann ich auch nur 4. Danger. In welche Richtung kann ich denn? Kann ich da lang gehen? Fast schon traurig, dass ich das nicht mitnehmen kann. Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir gehören nicht hierher. Alles okay, alles gut. Wenn die weggehen... Wir sind tot. Wir sind tot. Alles okay jetzt? Komm her. In den Busch. Kommentar, was?
Warum? Er war doch... Er war doch gelb, oder? Ich komme mit! Ja gut, das gefällt mir. Ziel neutralisiert. Wir haben sie. Gefällt mir gerade gar nicht. Beta-Team, Verstärkung ist unterwegs. Gefällt mir gerade überhaupt nicht. Das war komisch. Das hat mich genervt gerade. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig. Alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Gott. Alles okay jetzt? Scheiße. Ich sehe sie noch immer. Na? Ach ja, irgendwie muss ich ja wieder... Irgendwo müsste Schlamm sein, wo ich... Ach da, ich sehe es schon. Wow, das war knapp. Ich dachte, das ist Schlamm, mit dem ich mich einreiben kann. Komische Geräusche hier. Komm hier in den Busch rein. So. Wie ein Schatten. Ich such's nochmal hier lang. Nee, lass mal liegen. Theoretisch würde ich... Nein, wird gesehen, wird gesehen, wird gesehen. Dreh dich um. Kann ich ihn aufheben? Natürlich wieder nicht. Ich versuche da nochmal hochzugehen, um den vielleicht der andere, der den Leiche sieht. Auch gleich mitzunehmen. Genau. Muss aber nicht unbedingt sein, dass er die Leiche sieht. Anscheinend sieht er die Leiche nicht. Aber... Könntest du da mal... Ich würde da gerne hinterspringen. Hoch jetzt. Da ist eine Flasche, na toll. Okay, ja gut, die brauche ich jetzt nicht. Oh, Molotow herzustellen. Es sind immer noch zwei. Da oben ist ja noch einer.
Oh, das sind ja noch voll viele. What? Da ist Schlamm. Hier wird immer... Obwohl, jetzt wird er nicht gesehen. Könnte ich auch schon einen schönen, kräftigen Bogen... Oh. Oh Mann. Ich komme. Immer noch Teamleader ist gefallen. Ich greife von der Seite an. Das Team ist so gut wie aufgerieben. Ankunft in Kürze. Hey, ich glaube, ich will das nochmal probieren. Komm, film mich. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Ach, jetzt bringen die auch noch Verstärkung. Wo ist das hin? Wo ist das hin? Linke Seite! Genau! Was ist Lager hier einfach? Die Dinger sind überall. Wir... Was sind das für Kreaturen? What? Was war das? Es muss einen Weg hier raus geben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Bin ja eh schon wieder am Lager selber. Ich wollte eigentlich mal gucken. Da lag doch eigentlich eine Leiche irgendwo, oder? Wo liegen die ganzen Leichen? Ach, da. Kann ich da mal durchsuchen oder? Nee. Doch. Da. Passt, dankeschön. Da hinten habe ich doch noch ein paar erschossen, oder? Ah nee, das war eher hier. Ja, wo liegen die denn alle? Hä? Hat sich das nicht voll? Na gut. Gehen jetzt einfach mal weiter. Das haben wir voll. Hier lang? Nö. Ah ja. Ich sehe schon, ich muss auch gleich gegen die Bestien kämpfen da. Einmal durch den Schlamm. Und? Oh, jetzt habe ich irgendwas erwartet. Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ich hätte so Schiss in den Dschungel. Ich sag's euch. Aber schauen wir uns ganz in Ruhe erstmal dieses Globus. Suche nach auf dem Bericht Globus. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari, eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen.
Region Trinterira Vacaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Cuvac-Yaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Aha, okay. Escape. Mal ganz anders. Habe ich das Spiel? Ist es wieder lauter geworden? Oder? Hier Audio und Sprache. Dialog. Sprache hier. Eins runter. Soundeffekte eins runter. Und ich mach mal alles eins runter, weil irgendwie kam mir das jetzt zu laut vor, wo sie vorgelesen hat. Und auch vorhin die Schüsse und so. Schauen wir mal. Ach, guck, da ist auch einer. Ich würde da gerne rein. Kann ich da rein? Nö. Leider nicht. Mit einem schönen Hecht ins Wasser. Habe ich das nicht... Hey, hier ist ja nichts zum Sammeln. Ist ja verrückt. Ja, dann gehen wir wieder hoch. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt runterspringe, komme ich nicht mehr zurück, oder? Oder doch? Doch, bestimmt. Ja, aber brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich werde jetzt, Oh, ein Lagerfeuer. Yay. Hat aber lange gedauert, jetzt bis ich ein Lagerfeuer gefunden hatte. Fertigkeiten. Haben wir drei Stück. Wir haben auf drei Stück gesammelt. Oder? Hatten wir auf drei Stück gesammelt? Ich glaube schon. Weil ich irgendwas wollte. Was war denn das? Das nicht. Überlebensinstinkte halten länger an, nachdem Lara sich bewegt. Auf Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel werden feine Ressourcen und Objekte erleuchtet angezeigt. Ende ja jetzt schon. Ach so, wahrscheinlich ist das irgendwie eine höhere Schwierigkeitsstufe. Da werden die normalerweise nicht angezeigt. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte? Sehen Sie Herzengröße? Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Erhöht die Chance, seltene Tiere zu finden. Hm. Das, glaube ich, wollte ich. Was ist denn das? Das habe ich irgendwie freigeschaltet. Wir nutzen sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Wir nutzen sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und ihre Leichen im Geäst zu verstecken. Jo. Nehme ich. Das nehme ich eindeutig. Inventar. Also dessen, das kann ich jetzt nicht upgraden. Ich werde den Bogen nochmal upgraden, weil der eine hat es ja anscheinend überlebt, den Bogen. Okay. Okay. Die Pistole benutze ich kaum. Ja, dann werde ich wohl den upgraden müssen. Den Schaden natürlich erhöhen. Die Feuerrate ist nicht schlecht. Munitionskapazität, Nachladetempo, natürlich. Das erhöhen wir noch einmal, weil das brauchen wir. Präzision. Oh, und ich kann immer noch. Feuerrate. Alter, ey, wir haben richtig gut gesammelt hier. So. Warum steht da, dass ich immer noch kann? Stimmt doch gar nicht. Naja, gut. Zurück, Schnellreise brauchen wir nicht. Fähigkeiten haben wir ausgegeben. Und jetzt, gehen wir mal zurück. Jonah in den Ruinen treffen. Gut, dann gehe ich da mal rein.
Passt schon. Ich muss da rein. Alles gut. Jonah? Wir sind unten. Was, unten? Wieso sind die runtergegangen? Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Hä, die kann doch da durchschlüpfen. Ja, wobei. Ja, aber doch, unten können sie durchkrabbeln. Also da hätte sie echt durchkrabbeln können. Draufsteigen zu dritt. Wäre es gebrochen? Hier? Hätten sie zu dritt draufsteigen können. Ein bisschen humhampeln können, dann wäre das bestimmt hier irgendwo gebrochen. Dann hätten sie sich hier durch... Ja, das ist ein bisschen, naja. Hier machen wir natürlich meinen Bogen. Viel, viel wichtiger, mein Bogen. Ich guck immer mit Q, ob es irgendwie Sammelobjekte gibt, weil ich bin so ein Sammelfanat. Oh. Ja gut, dann machen wir halt. Keine Ahnung, was da unten ist, aber. Sie wollten gerade kein. Oh, ein Nachbar bohrt. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. Oder? Oh, das ist kein Nachbar, das ist draußen auf der Straße. Die bauen da gerade was. Hoffentlich hört man das jetzt in der Aufnahme nicht. Ich hoffe es wirklich. Scheint aber nicht so. Also laut OBS nicht. Ich wollte gerade ein Hecht reinmachen, aber ging leider nicht. So, jetzt schauen wir mal. Hier gibt es ein paar Sachen zum Sammeln. Jetzt werde ich auch mal ein bisschen was sammeln. Okay, das ist immer noch voll. Irgendwie. Das kann ich auch noch sammeln. Das ist aber wahrscheinlich das gleiche, ja. Oh, wei. Das sieht echt grenzwertig aus. Ah, das sind Luftbläschen. Kann man Luft holen? Einmal Luft. Das war jetzt echt knapp. Holy moly. Ah ne, jetzt habe ich wieder E gedrückt. Na gut, dann holen wir nochmal mehr Tiefluft. In die andere Richtung. Och nö, bitte nicht wieder mit irgendwelchen Piranhas oder sowas. Ja, das sind sie schon. Ich kann das nicht. Ja, gut. Ja, jetzt kommt er. Wo kommst du her? Ach so. Komm, jetzt muss ich leider da hoch, dort wo ich hin muss. Oder? Ja. Gott sei Dank. Aber hier war was zum Sammeln, das habe ich genau gesehen. Da. Achso, das ist voll. Ah, da hinten ist was. Das hätte ich irgendwie noch gern. Hallo, nimm. Machen wir. Nee. Ja. Luft. So, Luft geholt. Hier. Doch, da ist was. So. Das ist ja nichts zum Sammeln da. Nee. Dann holen wir noch einmal Luft und dann schwimmen wir wieder nach vorwärts. Also hier weiter, dort wo wir hinlangen müssen.
Also da lang. Jawohl. Weg zur verborgenen Stadt. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Anzeichen? Ja. Ja. Halt irgendeine Lebensform, ne? Müssen ja nicht Menschen gewesen sein. Das gönne ich mir noch da unten. So. Das da hinten hätte ich auch noch gern, ich weiß. Ich sammle wieder viel zu viel. Dafür, dass es ein Let's Play ist. So. Jetzt hoch mit dir da. Und dann geht's los. Yay. Oh ja, das war jetzt aus Versehen. So. Dann klettern wir da mal hoch. Und ich bin mal echt gespannt, wann wir jetzt diesen Viechern begegnen, also diesen komischen Jonah, Monstern da. Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg, bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Auch voll, wie wir alles voll haben. Jetzt ist die Frage, links geht ein Weg und hier geht ein Weg hoch. Ich gehe mal hier hoch. Bin ich hier richtig? Ich nehme das hier mal. Und bevor ich hier weitergehe, gehe ich den anderen Weg zurück. Das ist bestimmt der gleiche. Der führt zur gleichen Stelle. Ich will nur sicher gehen. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Ja, hätten wir schon was verpasst zum Sammeln. Nochmal was. Ah ja, hier. Wäre eindeutig der längere Weg gewesen, aber auch was zum Sammeln und der gleiche Weg. Also er führt zur gleichen Stelle. Es ist nur ein direkter Weg. Gehen wir mal hier. Ah, da. Hä, da. Werfen sie mit E den Hakenaxt, ihre Hakenaxt, während sie springen? Ach du Scheiße. Warte, wie war das? Und jetzt schwingen, ne? Boah, ah ja. Na, einmal nehme ich noch. Und, nee, einmal noch. Ich traue der ganzen Sache nicht. Ah, perfekt. Hier sind doch Fallen, oder? Das ist kein Gang, wo keine Fallen sind. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Doch, ich habe es überlebt. Und wir kommen wieder in den Dschungel. Prüfung des Adlers. Oh. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt fest. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Ja, es ist ein bisschen... Es ist natürlich nur ein Spiel, aber in Wirklichkeit hätte man doch sowas schon längst gefunden. Ich meine, hallo, es gibt Satelliten und Satellitenbilder und Satellitenfotos. Kommt natürlich drauf an, wie es bedeckt von oben ist mit Dschungel, aber da ist ja Luftlinie, da ist ja nix. Es gab schon lange nichts mehr so zum Sammeln, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Dass alles voll ist.
Ich mag jetzt mal, warte, jetzt pass mal auf. Das habe ich voll. Habe ich F4 auch voll? So, kann ich mir wieder was sammeln hier. Irgendwas genommen gerade. Ich glaube, dieses Instinkt-Zeug. Nur damit ich wieder sammeln kann. Ein Lager. Voll. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die Ups, Entschuldigung. Das hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Da haben wir keine Fertigkeitspunkte bekommen. Inventar. Naja, gut, ne? Bräuchten wir das nächste Waffen-Upgrade. Da können wir was machen. Brauchen wir auch das nächste Waffen-Upgrade. Und hier brauchen wir noch ein bisschen... Ja, Leder. Das ist das Einzige, was wir nicht sammeln. Naja, gut. Escape schließen. Schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt Holz wieder mitnehmen. Ne, ist immer noch voll. Tja, in welche Richtung? Gehen wir jetzt da lang oder da rechts lang? Das Eindeutige ist ja eigentlich hier, deswegen gehe ich jetzt erstmal rechts lang. Ah. Haben wir ein bisschen was zum Sammeln. Holz ist natürlich voll. Eier. Eier. Oh, ich habe einmal ein Leder bekommen. Stoff. Darstellung des Exodus der Maya. Die Mayas, die haben mich in... Also die interessieren mich in Wirklichkeit. Die sind irgendwie ein sehr interessantes Völkchen gewesen anscheinend. Haben mir da viele Dokumentationen und so angeschaut. Die sind echt interessant. Weil man auch so wenig von ihnen weiß. Deswegen sind sie gerade interessant. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. So. Ja, ne? Da müssen wir jetzt irgendwie durchkommen. Eventuell. Hey, das hat. Irgendwas hat das gebracht. Theoretisch könnte ich da. Achso, nö, ich kann hier lang. Lol. Habe ich gar nicht gesehen. Ich wäre jetzt da voll drauf gesprungen, glaube ich. Ach du Scheiße. Seht ihr, wie weit runter das da geht? So. Eins runter. Und loslassen. Perfekt. Wäre eine Leiter, wenn es richtig herum wäre. Ja, das stimmt. Kann ich da mal irgendwas machen? Warum kommst du da so nicht? Weil das, ich kann immer überall hochklettern. Aber jetzt, es ist eine Leiter, ja klar. Aber guck, das sind auch nur Schlitze in der Betonmauer. Und dieses Holzzeug, da sind auch Schlitze drin. Echt. Echt furchtbar. Aber gut. Gehen wir mal da rum. Und springen wir mal hoch. Also, ich hoffe wirklich, weil das ist gerade echt laut, das draußen bei der Straße. Ich hoffe einfach mal echt, dass man das nicht in der Aufnahme hört, wenn ich rede oder allgemein. Wäre echt doof. Ich glaube, ich soll mich hier abseilen. Ja.
Irgendwie muss ich da rüber, aber... Ja, genau, hier. Yay! Kann ich jetzt... Ah, einmal rumklettern. Das sieht schon beeindruckend aus. Schauen wir mal. Ah, okay. Einmal nehmen wir noch Anlauf. Wow. Alter, ich habe die falsche Taste gedrückt. Und vielleicht, falls es den einen oder anderen aufgefallen ist, dieses Video ist in 4K dargestellt. Also, allgemein das Problem bei YouTube ist ja immer... Schauen wir mal, was passiert, wenn ich da drauf schieße. Nothing. Ah ja. Ah ja, okay. Weil das Problem bei YouTube ist ja immer, dass... Vor allem bei den kleineren YouTubern wie ich oder bei jemand anders, der unter 1000 Abonnenten hat... wird ein anderer Codec verwendet für den Upload. Sieht vielversprechend aus. Und dann ist sie... Jetzt kann ich wieder hoch, oder was? Erst gehe ich runter, jetzt hoch. Naja, okay. Vor allem für den Upload wird ein anderer Codec verwendet und dann sieht es auch, auch wenn da steht, ist HD. Es ist nicht wirklich HD, das seht ihr ja selber teilweise, vor allem die, die mich verfolgen. Bei Forest und bei Hunt ist ganz schlimm. Bei dem Spiel ging es, glaube ich, die vorherigen 5 Folgen. Aber ich habe jetzt mal versucht, eine Lösung zu finden. Auf HD ist es immer noch nicht das Wahre, aber wenn ihr auf 4K umschaltet, müsste es eigentlich einigermaßen okay ausschauen. Wow. Gehen wir ein bisschen vor. Jetzt in die Mitte und dann da hochklettern. Hä? Wieso habe ich jetzt Leben verloren? Ich wollte doch da hochspringen. Geschafft. Hä? Hier passiert gerade so viel und ich weiß nicht. Rauf. Ah! Hä? Das war doch gerade zeitlich wieder. Ah! Ah, okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Alles okay. Dann warten wir kurz. Die geht noch nicht. Wie, die geht noch nicht? Ey, was für eine Kacke. Gehen wir mal hier lang, oder? So, ich muss da. Hä, komme ich nicht von da? Und da komme ich doch. Und da komme ich okay. Doch. Okay, nächste Leiter drehen. Genau wie die erste. Ja, aber wohin muss ich dafür? Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Ich glaube, ich muss schon nach oben. Vielleicht hat sich da irgendwas verändert. Mal gucken. So, einmal loslassen.
Gehen wir da wieder hoch? Ja gut, aber... Ach, da ist noch eine dritte. Ich verstehe es gerade nicht. Ich muss anscheinend irgendwie dahinter kommen. Hier entlang. Entweder komme ich von da. Oh, ich wollte nicht schießen. Tut mir leid. Also da kann ich nicht drauf springen. Da bin ich sofort tot, glaube ich. Obwohl. Nicht zwingend. Doch, bin ich tot. Ja, das ist halt so. Wenn man dann irgendwann nicht weiter weiß, dann... Ich bin gerade von da gekommen. Jetzt muss ich dahinter. Ne, dahinter. Ich habe keinen blassen Dunst, ehrlich. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ach, oh Mann. Ich bin so doof. Die geht noch nicht. Einmal nur nach rechts weg. Alles klar. Okay. Mehr Segel. So. Yeah, yeah, yeah. Manchmal braucht die ganz schön lang, bis die da reagiert. Da, siehst du? Machst du auf? Ich glaube, ich krieg das noch nicht auf, oder? Das. Ich muss noch weiter, oder? Wow! Shit. Nope, 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 nope. Ich weiß aber, wo es lang geht. Oh. Das war knapp. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Eigentlich müsste es doch kaputt gehen, oder? Okay, es geht nur das Seil kaputt. Hier geht's einmal hoch, da geht's einmal runter. Das geht überall hin. Da hinten ist mein Lagerfeuer, wo ich gerade echt gerne hinwollen würde. Oh, okay, das war nur ein Secret. Dann müssen wir... Nee, wir sind ja gerade runtergesprungen, oder? Mann. Okay. Irgendwas muss es mit dem auf sich haben. Da ist noch eins. Ich schieße da mal hin. Okay, und was hat das jetzt gebracht? Jetzt ist das frei geworden. Das könnte klappen. Aha. Mach mal die Segel auf. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Okay, ich verstehe.
einmal das davor ziehen. Wenn es vorne ist. Das da bitte halten. Und dann. Da. Perfekt. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Damit hätten wir wieder alles. Hey. Nein! Zu früh gesprungen. Verdammte Axt. Oh, Alter. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Toll. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Ah ja. Nein, ja. Nein. Kletter. Kletter hoch. Danke dir. Da geht's nicht hin. Da kann man immer außen rum klettern. Und weiter. Halt. Ey, dieser dreht sich alles. Ich weiß nicht, was. Ich muss weiter klettern. Ja, aber wohin? Ich hab da die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie irgendwas übersehe, was mich gleich niederstreckt. Da hätte ich hoch können. Achso, ich kann allgemein da hoch. Einmal ganz ruhig. Okay, das steht. Was? Jetzt. Komm. Okay, jetzt bin ich ganz oben. Eigentlich kann mir nichts mehr passieren, ne? Hurakan. Von Auge zu Auge, in einem Tempel zu deinen Ehren. Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Ach so. What? Alter, ich dachte, die fällt jetzt runter. Alter, ist nichts zum Sammeln. Oh. Der wäre zum Sammeln. Gewesen. Noch irgendwelche Eiern. Nee, Leute, die will ich irgendwie haben. Wenn die sich da nochmal hinhängen würde. Eier, genau. Ich sehe nichts. Ah, Mist, die Kamera, die ist manchmal. Eier. Nein. Okay, vergiss das. Ich hol's nicht. Ich kann nicht mehr runterklettern. Es geht nicht. Wenn ihr jetzt meinen Blick sehen könntet, ehrlich. Ich bräuchte echt eine Facecam. Voll für den Arsch. Das ist das, was ich sammeln wollte. Was für eine Scheiße. Toll. Toll gemacht. Toll gemacht, Concord. Wir sind alle stolz auf dich. Super stolz auf dich. Allerletzte.
Jetzt ist die Frage, soll ich gegen die Wand springen oder soll ich direkt da drauf springen? Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Warum ist das eigentlich blau? Hurakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Ich probier's mal da. Also hoch komme ich nicht. Ah ja, richtige Richtung. Sieht doch ganz gut aus. Den richtigen Moment erwischen, damit die Leiter richtig steht. Jetzt. Scheiße! What? Jonah, ich habe die Adlerprüfung erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Nice. Kriegen wir wieder den Fertigkeitspunkt. Oh. Paititi floriert unter den wachsamen Augen von Iska Yavar und seinem Rat. Die Stadt wächst, Tempel werden erbaut. Die Menschen sind friedlich, wohlhabend und zufrieden. Okay. Schauen wir mal, wo wir jetzt lange hin. Ist hier noch irgendwas zum Sammeln? Nö, sieht nicht so aus. Ja, wenn jetzt diese alle Dialekte verbessert. Sehr schön. Hier ist nichts mehr zum Sammeln. Dann gehen wir raus. Das ist natürlich voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wee. Ah, elegant wieder mit Hechtsprung. Das ist auch wieder voll, das ist ja klar. Ah, das geht ja weiter. Habe jetzt eigentlich mal auf ein Lagerfeuer gehofft. Hier hätte aber ein Lagerfeuer sein können. Aber okay. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Hier komme ich nicht. Ich komme da nicht hoch. Kletter da jetzt hoch? Hä, hey, was bist denn du? Oh, sorry. Sorry, mein Fehler. Wollte ich nicht. Nö. Ich wollte euch nur mal diesen Tod demonstrieren. Ich werde noch sehr oft sterben, dadurch, dass ich aus Versehen irgendwo anders hinspringe, wo ich gar nicht hinspringen will. Also das ist standardmäßig bei mir. Oder weil ich mal nicht check, wohin und dann einfach mal Sachen ausprobiere. Ah. Ja. Ich sag nichts dazu und ihr bitte auch nicht, okay? Hätte es auch einen anderen Weg da hochgegeben, oder? Hier ist eine Kletterwand. Da sind auch noch so Dinge, wo ich hoch. Oder kommt es noch? Ich weiß es gerade nicht. Ah, da ist was zum Sammeln. Hallo, sammeln. Jonah? Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt. Ja, betritt doch eine Höhle. Reiß dich mal zusammen. Das ist bei dir doch auch ständig. Alles bin ich voll. Auch voll. Ja. Ich kann nicht mehr tragen. Auch voll. Ein Lagerfeuer.
Auch voll, was ist das? Federn. Okay, na, hocken wir uns einmal ins Lagerfeuer. So, Lagerfeuer angezündet. Fähigkeitspunkte, wie viel haben wir? Natürlich nur ein. Aber irgendwas wollten wir, ne? Wahrnehmung, Pflanzen, das haben wir. Wir können schon mal gucken, was wir als nächstes, worauf wir sparen. Lockpfeile, ja, Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Gefolge aus. Ja gut, aber das sind alle anderen alarmiert dann. Sie können schneller schwimmen. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapelt sich mit Atem. Das wäre vielleicht ganz nice. Aktiviert Kopftreffer, Zielunterstützung. Oder das. Das wäre auch ganz nice. Dann könnten wir unsere Waffen besser upgraden. Oder das wäre auch noch natürlich nice. Also, ich habe hier schon ein paar Favoriten. Aber ich glaube, das fangen wir an mit dem. Brauchen wir noch einen Punkt und dann ist gut. Aber ich bedanke mich hier fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und ich bin mal gespannt, ich muss auch selber nochmal nachgucken, wie das dann ist mit dem 4K, ob das jetzt funktioniert hat. Ich hoffe wirklich, weil wenn nicht, habe ich echt ein Problem, dass ich jetzt eine Folge aufgenommen habe und die dann scheiße ausschaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.